Willkommen zurück, willkommen zu diesem neuen Video. Das erste Video im Jahr 2023. Wie kann man das Jahr schöner beginnen? Wie werden wir jetzt unser erstes Update machen nach 3 Wochen über die komplette Weihnachtszeit, Silvesterzeit zu unseren 3 Probanden. Ich bin gespannt, wer nach 3 Wochen hier vorne liegt. Das und noch viel mehr in dem Video. Bleibt dran, viel Spaß! Wie eben angekündigt, ja, machen unseren Dreiervergleich. Wir checken, wie nach 3 Wochen sehr harten Witterungsbedingungen das Ganze hier jetzt aussieht. One Wax Ceramic Liquid Wax versus unserem Prototypen versus dem Art de Shine Graphen Seal, also eine Graphen Sprühversiegelung aus dem Hause Art de Shine. 3 Wochen, wir hatten minus 16 Grad zwischendrin, Unwetter, Wetter schlecht, geregnet. Dann waren es wieder plus 16 Grad, also sehr skurrile Wetterbedingungen die letzten 3 Wochen. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie nach 3 Wochen das Ganze auf der Motorhaube hier aussieht. Und ich würde sagen, wir labern nicht lang rum. Wir werden jetzt erstmal den dreckigen Zustand zeigen und danach werden wir das Ganze pH-neutral waschen und dann schauen, wie das Ganze sich nach der Laufleistung eben geschlagen hat. Dabei wünschen wir euch schon mal viel Spaß. Wir legen los.
ich hoffe, der Vergleich hat euch bis hierhin gefallen. Ich denke, man muss das Ganze natürlich auch irgendwo realistisch sehen. Wir hatten extrem harte Temperaturen, minus teilweise bei uns 16 bis 17 Grad. Das wird bei euch ähnlich gewesen sein. Und dann natürlich steht das Fahrzeug auch 24 Stunden draußen, steht also nicht irgendwie in der Garage oder so. Das kommt auch noch dazu. Wir haben also ein Auto, was noch ein Draußenparker ist, ohne der Zeitspanne ca. 1000 Kilometer Laufleistung. Es sind alle drei Produkte noch da. Ich bin gespannt aber, was ihr dazu sagt. Alle drei Produkte sind noch drauf. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, welches Produkt hat euch am besten gefallen. Ja, lasst uns das auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Aber bitte bedenkt, wir haben auch hier relativ straffe Temperaturen gehabt. Also wir hatten wirklich hartes Wetter, was jedes Schutzprodukt einfach umso mehr nochmal belastet. Ja, wie gesagt, schreibt das ruhig mal unten in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.